Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 4, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein 11. Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung von Rechtsvorschriften, 194970. Das Gesetz wird eingebracht von Frau Staatsministerin Grün-Hermann. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bringe heute das Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung der Rechtsvorschriften, das sogenannte Sammelgesetz, ein. Wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfs ist auch in diesem Jahr die Verlängerung der Geltungsdauer von Stammgesetzen aus den verschiedenen Ressorts. Es handelt sich dabei um insgesamt 10 Rechtsvorschriften, die nach dem etablierten Stufenmodell um jeweils 5 oder 8 Jahre fortgeschrieben werden sollen. Lediglich im Fall des Hessischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes soll die Befristung nur um 4 Jahre verlängert werden, da die Regeln in dieser Norm nach 4 Jahren im Vergleich der Bundesländer überprüft werden sollen. Zusätzlich zu diesen Verlängerungen werden geringfügige Änderungen von 4 Gesetzen aus dem Bereich der Justiz aufgenommen. Es handelt sich hierbei um das Hessische Dolmetscher- und Übersetzergesetz. In diesem Gesetz muss eine spezielle Vorgabe einer EU-Richtlinie zu den Voraussetzungen für eine vorübergehende Tätigkeit von Dolmetschern und Übersetzern aus anderen Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Das Hessische Untersuchungshaftvollzugsgesetz und das Hessische Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz, beide Gesetze bedürfen jeweils einer geringfügigen redaktionellen Anpassung. Außerdem wurde noch eine Anpassung des Gesetzes über die hessische Rechtsanwaltsversorgung in das Sammelgesetz aufgenommen. Und dabei geht es zum einen um die Aufhebung der Altersgrenze für eine Pflichtmitgliedschaft im Versorgungswerk der Rechtsanwälte im Lande Hessen. Zum anderen soll das Quorum bei der Wahl der Mitglieder des Vorstands des Versorgungswerkes abgesenkt werden. Die Änderungen sind auf Wunsch des Versorgungswerkes vorgesehen und werden von den Rechtsanwaltskammern uneingeschränkt begrüßt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Frau Kollegin Hofmann, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte nach der etwas technokratisch anmutenden Einführung zu der Debatte durch die Justizministerin zu diesem Sammelgesetz einige politische Aspekte dieses Sammelgesetzes beleuchten und auch kritisch hier beleuchten aus Sicht der SPD-Landtagsfraktion. Es soll etwa die Insolvenzordnung oder das Ausführungsgesetz geändert werden. Und es gab in den schriftlichen Anhörung, die stattgefunden hat, doch einige kritische Anmerkungen zu den geplanten Änderungen hier im Bereich der Schuldnerberatung. Ich sage für die SPD-Landtagsfraktion deutlich, auch angesichts der Tatsache, dass wir zum 3. Mal einen Anstieg von Privathaushalten haben, hier in Deutschland, auch in Hessen. Hessen ist da im Mittelfeld, was die Verschuldung anbelangt, ist uns eine gute, auch dezentrale, auskömmliche Schuldnerberatung sehr, sehr wichtig. Und das ist wichtig auch, dass ein entsprechend gutes Gesetz für die Schuldnerberatung hier vom Land verabschiedet wird. Und deshalb werden wir diesen Aspekt im Gesetzgebungsverfahren z.B. kritisch beleuchten, meine Damen und Herren. Ein zweites Gesetz, das sogenannte Kommunisierungsgesetz, das auch schon mehrfach Gegenstand der kritischen Auseinandersetzung hier im Haus war, das beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit Landräten und Oberbürgermeistern neue Aufgaben durch das Land übertragen wurden. Das hat stattgefunden, und das soll einfach bis zum Jahre 2025 weiter verlängert werden. Wir als SPD-Landtagsfraktion erneuern unsere Kritik, dass, wenn man Oberbürgermeistern und Landräten Aufgaben überweist vom Land, dass man ihnen auch entsprechenden auskömmlichen Mittel, die sogenannten Erstattungsbeiträge, zur Verfügung stellen muss. Und das macht das Land gerade nicht, meine Damen und Herren. Etwa im Bereich des Veterinärwesens, der Lebensmittelüberwachung, aber auch des Verbraucherschutzes. Hier muss ganz klar nachgebessert werden, meine Damen und Herren. Dritter Punkt.
Das Gesetz zum Freiwilligen Polizeidienst soll einfach im Wesentlichen verlängert werden. Und hier darf ich für die SPD erneut Ihnen zurufen, der Freiwillige Polizeidienst ist kein Ersatz und kann kein Ersatz für hochqualifizierte Polizeibeamtinnen und Beamten in unserem Land sein. Wir brauchen nicht erst seit den Zeiten des internationalen Terrorismus brauchen wir mehr Polizei auf der Straße, mehr Polizei für die Sicherheit unseres Landes. Und Sie haben davor lange die Augen verschlossen, bis Sie jetzt etwas nachgelegt haben. Aber Sie haben da lange geschludert, meine Damen und Herren. Und auch das hessische Energiegesetz soll im Wesentlichen verlängert werden. Und da lohnt sich in der Tat mal ein Blick in die Gesetzesbegründung, wo Sie doch selbst als Landesregierung Selbstkritik üben müssen beim Energieverbrauch, wo Sie doch da an einer winzigen Stelle kann man es mal wirklich mal lesen. Ja, das hat uns auch gefreut, dass nämlich wirklich beim Energieverbrauch angemerkt wurde, na ja, da könne man mehr erreichen, mehr Anstrengung unternehmen, und da sei man doch noch auch eine, habe man doch eine Wegstrecke vor sich. Aber für uns, und das haben wir hier mehrfach schon angesprochen, ist, ja, Ihre Anstrengungen im Bereich der regenerativen Energien, da brauchen wir mehr Engagement, auch gerade im Bereich der Windenergie. Da machen Sie hier dicke Backen, insbesondere die GRÜNEN und die CDU vor Ort. Die torpedieren diese Pläne, die torpedieren die Windenergie, den Ausbau der Windenergie vor Ort. Da sind Sie doppelzüngig unterwegs. Und die von Ihnen selbst gesteckten Ziele, den Anteil erneuerbarer Energien von 12,5 auf 25 in 2019 zu erhöhen, an dieses von Ihnen selbst gesteckte Ziel, daran glauben Sie selbst nicht mehr, es erreichen zu können, meine Damen und Herren. Wir brauchen hier viel mehr Anstrengungen, und die vermissen wir vonseiten dieser Landesregierung. Ich möchte einen letzten Aspekt benennen, den wir bei diesen Sammelgesetzen immer wieder erneuern und der nach wie vor richtig ist. Es ist dem Grunde nach richtig, sich natürlich in einem geordneten Verfahren zu überlegen, welche Rechtsvorschriften brauchen wir noch, welche können unverändert weitergeführt werden, wie gehen wir damit geordnet um. Aber dem Parlament, uns, der gesetzgebenden Gewalt, nicht die nötigen Unterlagen diesbezüglich zur Verfügung zu stellen, nämlich die Evaluierungsergebnisse. Bis zum heutigen Tage legen Sie diese uns nicht vor. Wie sollen wir denn als zuständiger Gesetzgeber dann darüber entscheiden, ob die Vorschrift obsolet ist, ob sie einfach verändert werden muss oder ob sie einfach weiterlaufen lassen kann? Nein, meine Damen und Herren, wir fordern Sie erneut auf, uns die Evaluierungsergebnisse, falls sie überhaupt vorgenommen worden ist, was Sie ja immer behaupten, vorzulegen, oder haben Sie etwas zu verheimlichen? Das fordern wir von Ihnen, das ist längst überfällig. Nur so kann es ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren geben, das wir auch fordern. Einfach das hier durchzuwinken, meine Damen und Herren, das wäre etwas wenig. Vielen Dank, Frau Kollegin Hofmann. Das Wort hat der Abg. Dr. Wildken, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sehr verehrte Justizministerin, Sie haben gerade bei der Einbringung hier gesagt, es ginge im Wesentlichen um Verlängerung von Gesetzen, die ansonsten auslaufen würden, und die ein oder andere redaktionelle Anpassung. Wenn Sie damit recht hätten, müsste ich heute gar nicht dazu reden. Es stimmt aber leider nicht, was Sie gesagt haben. Meine Vorrednerin hat schon darauf hingewiesen, es ist nicht unbedingt ein Problem, einen Gesetzentwurf mit vielen anderen in einen Topf zu werfen, wenn lediglich die Geltungsdauer eines Gesetzes verlängert oder redaktionelle Änderungen vorgenommen werden sollen. Es ist auch nicht wirklich ein Problem, ein Gesetz in ein solches Sammelgesetz zu nehmen, das zwar inhaltlich geändert werden soll,
aber an dem nur wenige inhaltliche Änderungen vorgenommen werden sollen, solange klargestellt wird, dass und welche inhaltlichen Änderungen vorgenommen werden. Aber, meine Damen und Herren, verehrte Justizministerin, es ist kein guter Stil, größere inhaltliche Änderungen in einem solchen Sammelsurium zu verstecken und diese auch noch zu verschleiern, wie hier mal wieder geschehen. Ich rede über Artikel 6. Da geht es um das Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz. Auf dem Deckblatt kündigen Sie eine inhaltliche Änderung an. Im letzten Satz der Begründung dieser Änderung heißt es aber dann, es gebe keine inhaltliche Änderung, sodass sich eine Drittbeteiligung erübrigen würde. Das ist ein Widerspruch. Das hätten wir Ihnen ja jetzt noch nicht einmal nachgetragen, wenn der Rest stimmig gewesen wäre, wenn die Begründung kongruent zur Änderung wäre. Aber auch das ist nicht der Fall. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen das verdeutlichen. In der Begründung steht, Sie nehmen in Ihrer Begründung lediglich Bezug auf eine redaktionelle Unstimmigkeit und begründen Ihre Änderung damit, dass die Möglichkeit der elektronischen Überwachung zweifelsfrei bei allen vollzugsöffnenden Maßnahmen gegeben sein soll. Das sei bei der letzten Änderung lediglich die Anpassung versäumt worden. Jetzt schauen wir uns aber einmal genauer an, was Sie ändern wollen. Sie ermöglichen nämlich durch die Änderung, die Sie jetzt vornehmen, nicht nur eine elektronische Überwachung, sondern ganz grundsätzlich das Erteilen von Weisungen im offenen Vollzug und bei der Ausführung der Untergebrachten. Das ist eine wesentliche Änderung, die Sie hier vornehmen, und das versuchen Sie zu verschleiern. Aktuell sind der offene Vollzug und die Ausführung ausdrücklich vom Weisungsrecht ausgeschlossen. In der Gesetzesbegründung von damals wird dies damit erklärt, dass in diesen Fällen, ich zitiere, Weisungen erkennbar keinen Sinn machen, auch weil das Nichtbefolgen von Weisungen einen Widerruf der vollzugsöffnenden Maßnahmen begründen kann, ist das jetzt eine relevante inhaltliche Änderung, die weit über das hinausgeht, was Sie in Ihrer Begründung darlegen. Wenn Sie nur die Möglichkeit der elektronischen Überwachung bei der Ausführung erreichen wollen, warum haben Sie das denn in Ihrem Gesetz, in Ihrem Entwurf nicht auch so geändert, dass Sie nur diese Rechtswirkung erreichen? Können Sie das nicht besser? Wollen Sie das nicht besser? Machen Weisungen jetzt etwa auch im offenen Vollzug Sinn? Wollen Sie sich um eine Drittbeteiligung bei einer solchen relevanten Änderung herummogeln? Das, meine Damen und Herren, nenne ich respektlos und schlechten Stil. Ich schließe mit der gleichen Bemerkung wie meine Vorrednerin. Zu einem guten Stil würde es eben auch gehören, dass uns Abgeordneten, uns dem Gesetzgeber, frühzeitig die Evaluierungsunterlagen zur Verfügung gestellt werden, ohne dass wir jedes Mal danach fragen müssen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Dr. Wilken. Das Wort hat die Frau Abg. Karin Müller, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, Kassel. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich dachte ja, dass wir in dieser Plenarrunde mal wieder das effektivste Gesetz dieser Woche verabschieden, nämlich ganz viele Sammelgesetze, Gesetze, Rechtsverordnungen und Gesetze mit wenig Änderungsbedarf und auch wenig Redezeitbedarf, weil wir meistens die Redezeit nicht ausschöpfen. Das scheint heute nicht der Fall zu sein. Deswegen gehe ich auch kurz auf meine Vorrednerinnen und Vorredner ein. Also, Frau Hofmann, wenn Sie so erheblichen Änderungsbedarf beim Energiegesetz haben, dann frage ich mich, warum Ihre Fraktion nicht längst eins eingebracht hat. Wir sehen keinen Änderungsbedarf, weil diese Regierung gut arbeitet und in dem Bereich Energie ganz viele Dinge vorangebracht worden sind, Solarcluster, Energieeffizienz, Energieberatung und. Es gibt ganz viele Dinge. Da würden meine 7,5 Minuten jetzt nicht ausreichen. Deswegen bin ich gespannt, was Sie noch für Änderungsvorschläge haben.
Dann das Thema Insolvenzverordnung. Es gibt kritische Anmerkungen, aber es gibt auch ganz viele positive. Und die kritischen Anmerkungen wurden erläutert und teilweise auch aufgelöst. Ich denke, wir können das im Ausschuss gerne noch einmal vertieft diskutieren. Aber auch hier, es ist ein Sammelgesetz. Wenn das Insolvenzgesetz nach Ihrer Vorstellung geändert werden muss, bringen Sie einen Gesetzentwurf ein. Aber machen Sie nicht immer die Fundamentalkritik an den Sammelgesetzen. Also, das ist einfach der falsche Ort. Danke. Also nicht erwähnt haben Sie nämlich die positiven Dinge, das Gesetz über die Hessische Rechtsanwaltsverordnung. Dort wurde jetzt festgelegt, dass das Höchstalter von 45 Jahren zur Pflichtmitgliedschaft aufgehoben wurde. Da waren die Rechtsanwaltskammern Kassel und Frankfurt sehr mit einverstanden und sehr positiv haben sie dies begrüßt. Das hätte man auch erwähnen können. Das machen wir jetzt ziemlich schnell und gehen diese Änderung an. Oder auch bei dem Dolmetschergesetz, da wird eine EU-Richtlinie angepasst. Auch das wurde alles positiv bewertet. Also, insgesamt denke ich, wir haben weiterhin ein effizientes Verfahren gewählt, in dem wir viele Gesetze, in denen es keinen Änderungsbedarf oder wenig Änderungsbedarf gibt, zusammengefasst haben. Und ich freue mich auf die weitere Diskussion in dem Ausschuss. Und dort kriegen wir wie immer auch die Anhörungsunterlagen. Das war ja bis jetzt immer so Usus, dass wir nach der Einbringung die gesammelten Anhörungsunterlagen kriegen. Also, vielen Dank und ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Müller. Und jetzt spricht der Kollege Dr. Blechschmidt, FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Ich bekenne vorab, ich bin ein großer Fan von Sammelgesetzen. Das resultierte vielleicht auch aus 5 Jahren Regierungstätigkeit, wo ich den Vorteil kennengelernt habe. Aus Oppositionszeit guckt man da etwas kritischer drauf. Herr Wilken hat das getan. Ich will auf den Punkt auch noch einmal zurückkommen, der mir aufgefallen ist. Ob das jetzt eine Fundamentalkritik von der SPD war oder Punkte, die Sie erörtert haben, will gleich einmal dahingestellt, weil das Instrumentarium des Sammelgesetzes ich für richtig halte. Wir müssen halt Acht passen hier im Parlament, wie wir diskutieren und was wir diskutieren, worauf wir Zeit verwenden. Und Sammelgesetze, so wie ich sie bisher verstanden habe, so war das zumindest in den 5 Jahren CDU und FDP der Fall, sollten effizient und kleine Änderungen beinhalten, redaktionelle Anpassungen beinhalten und dem Parlament auch die Möglichkeit geben, über das zu diskutieren, was wesentlich ist, und die Punkte außen vor zu lassen, die nicht unbedingt im Parlament diskutiert werden müssen. Effizienzpunkte also. Wenn wir uns das angucken, sind sämtliche Punkte aus unserer Sicht, und ich hätte mir vorab auch die Rechtsanwaltsversorgung mal zu Inhalt gemacht, da sind die Kammern auch beteiligt, tragen dem Rechnung. Ein Punkt nicht, Frau Müller, und da wäre es vielleicht ganz gut gewesen, wenn ein Vertreter von der Regierung noch einmal darauf eingeht. Vielleicht kann das da auch der Honka machen. Ich glaube sogar, dass die Ministerin das machen muss. Ist der Punkt, der von den LINKEN erwähnt wurde. Wir haben hier eine Änderung, die meines Erachtens nicht dem Sammelgesetz zuträglich ist. Ich möchte den Punkt noch einmal aus Sicht der Liberalen betonen, vielleicht die Nuance ein bisschen verändern, nicht so drastisch machen, wie der Kollege der LINKEN das getan hat, einfach um noch einmal zu ermöglichen, dass die Ministerin das klarstellen kann, weil wir auch den Punkt in dem Ausmaße, wie er im Sammelgesetz erfasst wird, mittragen würden, aber schon Bedenken haben, ob er in ein Sammelgesetz reingehört. Es geht hier, und das hat der Kollege Wilken angeführt, um die geplante Änderung des Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes, das unserer Auffassung eben keine geringfügige Änderung ist. Hier sollen zukünftig ohne Ausnahme bei sämtlichen vollzugsöffnenden Maßnahmen Weisungen erteilt werden können. Hier meinen wir, dass in der Tat, der Kollege hat das ausgearbeitet, ich würde es nochmals betonen, die geplante Neufassung des § 14 Absatz 1, nämlich zu weit gefasst ist und vom Sammelgesetz und seiner Begründung nicht getragen ist. § 14 Absatz 2 sieht nicht nur wie in der Begründung eben die elektronische Überwachung des Aufenthaltsortes vor, Sie hatten das angeführt, sondern führt 8 weitere Punkte vor, die in den Wohn- und Aufenthaltsorten einen bestimmten Bereich nicht ohne Erlaubnis verlassen können, sich nicht an einem bestimmten Ort aufhalten können, Kontakt mit bestimmten Personen und Gruppen zu melden. Das sind nur 3 von den 8. Ich will jetzt die anderen nicht zitieren, weil es Gesetzestext ist, der von der Begründung nicht erfasst ist.
Das heißt, wenn man in das Sammelgesetz guckt, in die Begründung guckt, den Wortlaut des § 14 nimmt, im Absatz 1 sieht, was rausgestrichen wird, bleibt immer noch der Absatz 2 da, der weitaus mehr als die elektronische Überwachung des Aufenthaltsortes. Und das ist von der Begründung des Sammelgesetzes nicht erfasst. Jetzt versuche ich, Herr Wilken, ich weiß, dass Sie in der Sprache sehr mächtig manchmal sind, vielleicht eine liberale Auffassung mal zu machen, um auch der Ministerin vielleicht die Möglichkeit geben, den Punkt hier klarzustellen. Also, wir haben hier in der Fraktion diskutiert. Es gibt zwei Schlüsse. Entweder hat die Landesregierung nur die elektronische Überwachung, also den Nummer 9 des § 14 Absatz 1, auf sämtliche vollzugsöffnende Maßnahmen ausweiten wollen. Dann ist aber die geplante Änderung, nämlich der Nummern 1 bis 5 unverhältnismäßig, oder die zweite Alternative, die Landesregierung, das wäre jetzt Ihre Version, nur etwas liberaler vorgetragen, hat es unterlassen, dem Parlament die Begründung für die Öffnung der Nummern 1 bis 8 mitzuliefern. Ohne eine solche Begründung wäre es aber unzureichend, eine solche umfassende Änderung in einem Sammelgesetz ohne Begründung zu verabschieden. Wir haben heute die Hoffnung, Frau Ministerin, dass Sie diesen Punkt noch einmal klarstellen, dass Sie wahrscheinlich klarstellen werden, dass nur die Nummer 9 erfasst ist, wie die Begründung es hermacht. Dann müsste man das andere herausstreichen. Dann würden wir es vom Sammelgesetz mittragen. Wenn allerdings auch die Punkte 1 bis 8 erfasst werden sollten, geht das weit über das hinaus, was Sammelgesetze beinhaltet. Abschließend etwas eins. Wir müssen aufpassen, was wir in den Sammelgesetzen unterbringen. Ich erinnere mich, vor 20 Jahren, als ich kommunalpolitisch tätig war, dass ein für den Hochtaunuskreis in Bad Homburg wesentliches Gesetz in einem kleinen Absatz im Landtag diskutiert wurde und zu riesigen Auswirkungen geführt hat, wo nur in der zweiten oder dritten Lesung dann gemerkt wurde, dass dieser Absatz absichtlich oder unabsichtlich reingearbeitet wurde. Ich plädiere dafür, wirklich das Sammelgesetz hochzuhalten und wirklich nur das reinzutun, was geringfügige Änderungen beinhaltet oder redaktionelle Änderungen. Und deshalb bin ich gespannt, ob der Herr Honka oder die Ministerin da Aufklärung geben können, dass wir wieder zu der guten Kultur des Sammelgesetzes zurückgehen können. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Dr. Blechschmidt. Ihre Fragen werden beantwortet. Jetzt vom Kollegen Honka, ist der nächste Redner. Bitte. Doch, doch, der macht es. Kollege Hartmut Honka, bitte, CDU-Fraktion. Hochverehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, bei all dem Lob vom Kollegen Dr. Blechschmidt, da das noch immer ein Gesetzentwurf der Regierung ist, werde ich Ihnen jetzt nicht versuchen, alle Details und Ihre Fragen im Einzelfall zu beantworten. Und ich glaube, dafür, das ist auch geübte Praxis bei diesen Sammelgesetzen, bekommen wir nach dieser Einbringung die Unterlagen, die die Regierung in ihrer Anhörung gemacht hat. Und dann können wir auch noch einmal ganz entspannt über die Frage nachdenken, die Sie eben hier aufgeworfen haben, was das Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz angeht. Und ein zweites Inhaltliches noch dazu, das, was Frau Kollegin Hoffmann angesprochen hat, der Freiwillige Polizeidienst ersetzt nicht die Polizei, sondern er ist nach unserer Intention eine Ergänzung. Das war er, das ist er und das bleibt er. Und wenn Sie es immer noch nicht verstanden haben, tut es uns ganz herzlich leid dabei. Insofern ist dieser Gesetzentwurf, der Sammelgesetz, an der Stelle vielleicht für den einen oder anderen diskussionswürdig. Er ist, glaube ich, doch in der Vielzahl oder in der absoluten Mehrzahl seiner Punkte ein Punkt, effizient damit umzugehen und auch das Verfahren, das wir haben. Gesetze entweder auf 5 oder auf 8 Jahre zu befristen, hat sich bewährt. Und gerade diese Debatten, die wir vielleicht auch dann mal an solch kleinen Punkten dabei haben, zeigen, dass es sich bewährt hat. In diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit, freue mich auf die Vielzahl der Unterlagen, die wir jetzt noch erhalten werden in Ergänzung und dann auf die Debatten im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Honka. Die Frau Ministerin spricht ein Schlusswort noch. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe dieses Gesetz in erster Lesung eingebracht, und Herr Kollege Blechschmidt, es ist gute Übung, alle Anhörungsunterlagen und alle Unterlagen auch dem Ausschuss umgehend zur Verfügung zu stellen. Und wir haben Gelegenheit, im Ausschuss auch darüber zu reden, was Sie eben zuletzt angesprochen haben, ob das diesen Umfang noch aus Ihrer Sicht umfasst oder nicht. Und deswegen schlage ich Ihnen vor, dass wir diese Debatte dann im Detail an den einzelnen Vorschriften im Ausschuss führen. Dazu wird Gelegenheit sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Keine weiteren Wortmeldungen. Wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Rechtsausschuss. Das ist allgemein hier so gewünscht. Machen wir das.